Macht erfordert Opfer. Ja, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, was hat es mit diesem Satz auf sich? In dieser Spekulationsfolge zu Conan Exiles werden wir da näher drauf eingehen und ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Power demands sacrifice ist ein Zitat, das man aus Filmen und Fernsehen, aber auch aus Video- und Pen-and-Paper-Games kennt. Aber in welchem Zusammenhang steht das nun mit Conan Exiles und warum werde ich anfangen zu spekulieren? Nun, am 31. Mai ging es los. Da veröffentlichte Funcom ein Bild auf Twitter, welches nun zusammengesetzt bereits aus dem vorherigen 4-Jahres-Jubiläum vom 8. Mai her bereits bruchstückhaft auftrat. Dieses Symbol füllte sich über die Tage immer weiter mit einer rötlichen Flüssigkeit, vermutlich Blut, aus, wohingegen Funcom ansonsten Stillschweigen bewahrte. Gestern Abend wurde dann das vermutlich letzte Bild, welches die voll ausgefüllte Rune nebst dem Satz »Power demands sacrifice« enthielt. Dieses Zitat bedeutet auf Deutsch »Macht erfordert Opfer«, welches man, wie bereits erwähnt, in verschiedenen Filmen, Games, aber auch in alten Comics findet, so zum Beispiel in alten Conan-Schmökern. So sagte dieses Zitat unter anderem Tulsa Doom, welcher übrigens als Vorlage für Skeletor von He-Man diente. Tulsa Doom war, wie auch Todd Amon, ein mächtiger Zauberer, genauer gesagt ein Nekromant. Aber zurück zum Text, bevor ich abschweife. Funcom hat zu dem gestern veröffentlichten Bild verlauten lassen, dass unser Durst nach Wissen am 21.06. gestillt werden wird. 14 Tage werden wir also uns in Geduld üben müssen, bevor wir die Neuigkeiten erfahren werden. Zeit, ein paar Gedanken der letzten Tage zu ordnen und in diesem Video als Spekulation unterzubringen. Wie viel davon schlussendlich in den News am 21. Juni auftauchen werden? Nun, wir werden es sehen. Spekulation Nummer 1. Es wird sich aller Voraussicht nach um den erwarteten Patch 3.0 handeln. Ob dieser wie 2020 das Update 2.0 oder besser bekannt als Isle of Scepter ebenfalls erst einmal um eine Early Access bzw. später um eine kaufbare DLC-Version handeln wird, das bleibt abzuwarten. Ich persönlich vermute allerdings, dass dies genau der Fall sein wird. Spekulationspunkt Nummer 2. Das im vergangenen Jahr mit Patch 2.7 gestartete Event Grave Matters war ein erster Auftakt für das kommende Update 3.0, welches in dem nächsten Spekulationspunkt mit einfließen wird. Spekulationspunkt Nummer 3. Das Magiesystem mit Update 3.0. Nun, ein Magiesystem existierte bereits in einer frühen Phase des Early Access von Conan Exiles, wurde allerdings wieder eingestellt. Aber Überreste dieses Systems sind nach wie vor im Spiel vorhanden, aktiv und wurden von Funcom in den letzten Jahren nach und nach ausgebaut bzw. umgeändert. So war zum Beispiel die Korruption, welche man in bestimmten Regionen, wie der namenlosen Stadt, erhielt, für das Wirken von Zaubern wichtig. Sie wurde verbraucht, wenn man zauberte. Heute machen dies allerdings die Tänzer. Ebenso dürfen die Portalobelisken, die Alchemie und so weiter nicht fehlen, denn das sind auch Bereiche, die mit in das alte ursprüngliche magische System einflossen bzw. es nutzten. Und nicht zu vergessen, das Armband, welches wir alle tragen und uns an die Fluchmauer bindet, denn wir können diese dank dieses Armbandes nicht überschreiten. Und auch dieses Armband wurde magisch erschaffen und kann nur magisch wieder aufgelöst werden. Und jetzt kommen wir zur neueren Zeit, nämlich zu dem zuvor erwähnten Grave Matters Event. Dieses enthielt deutliche Zeichen der Zauberei. Denn dort sind, für uns aus einem nicht näher bekannten Grund, Zauberer sowohl in den verbannten Ländern als auch auf Isle of Scepter angekommen und erweckten mit beschworenen Säulen Verstorbene zu einem neuen, untoten Leben. Diese Beschwörer und ihre untoten Horden wurden von uns natürlich angegriffen, getötet oder auch gefangen. Aber all diese namenhaften Gegner verband etwas. Sie kamen für den gleichen Zweck, trugen die gleichen Gewänder,
die übrigens auch Tulsa Doom in Conan der Eroberer von 1984 getragen hatte, vollführten dieselben Rituale an verschiedenen Standorten, egal ob in den Exiled-Lands oder auf der Insel, und dienten einem größeren Herrn in der Sache für Skelos, also dem Volk der Echsenmenschen. Spekulationspunkt Nummer 4. In den Online-Ankündigungen für Grave Matters fiel immer wieder ein Symbol auf, welches Pfeil und Bogen darstellte. Dieses Symbol ist übrigens nahezu dasselbe, welches in Age of Conan die Klasse des Rangers, also die des Bogenschützen, darstellte. Könnte dies bedeuten, dass mit Update 3.0 der Bogen eine weitere Überarbeitung erfährt oder eventuell sogar die Armbrust, welche zum Release von Conan Exiles entfernt wurde, ihre Rückkehr erleben wird? Spekulationspunkt Nummer 5. Funcom deaktivierte vor kurzem erst die neue Funktion des Servertransfers auf den öffentlichen Servern, wie sie sagten, zur Überarbeitung. Dieses System war dazu gedacht, zwischen den Ländern der Verbannten, Server A, und Isle of Scepter, Server B, hin und her zu reisen. Die Spieler wünschten sich aber immer einen direkten Übergang zwischen den Karten und keinen Servertransfer, wo man nahezu alles vollständig verloren hat. Meine Vermutung ist, dass Funcom diesen Spielerwunsch nun erfüllen könnte, denn sowohl der Turm auf Scepter als auch die Obelisken in den verbannten Landen dienten der Beschwörung bzw. der Teleportation von Lebewesen durch die Sphären der großen Alten, was auf Scepter übrigens zum Mahlstrom führte und Lebewesen korrumpierte und transformierte. Hier haben wir also einen erneuten möglichen Hinweis auf ein kommendes Magiesystem. Denn warum nicht die Karten kombinieren und eine Direktreisefunktion über den Turm bzw. die Obelisken einfügen? Selbstverständlich lehnte Funcom diese Idee der Zusammenführung der Karten seinerzeit ab. Mit genauso einer wässrigen Begründung, warum es angeblich keine Reittiere bzw. warum keine Tiere gezähmt werden könnten in Conan Exiles. Und beides existiert mittlerweile. Es besteht in meinen Augen also Grund zur Hoffnung, dass dieses System nun möglicherweise mit Update 3.0 doch noch Einzug halten könnte. Und damit sind wir beim Spekulationspunkt Nummer 6. Ich bezweifle, dass es eine neue Karte geben wird. Ich vermute eher, dass beide Karten ausgebaut und miteinander verwoben werden sollen, da beide Karten noch so manches offene Ende und damit viele Möglichkeiten der Geschichtenerzählung für Funcom bieten. Und es würde ebenfalls zum Stil des jetzt veröffentlichten Bildes mit der Rune und dem Blut passen. Denn dieses ist vom Stil her acheronisch. Und Blutopfer waren im alten Acheron der untergegangenen grausamen schwarzmagischen Zivilisation an der Tagesordnung. Und in Python, der Hauptstadt des alten acheronischen Reiches, verlangte eine Schlange beachtliche Menschenopfer. Wir kennen diese Schlange unter dem Namen Seth. Und wie wir wissen, wird diese Schlange auch von den Echsenmenschen des Skelos als oberste Gottheit verehrt. Und acheronische Ruinen gibt es sowohl in den Ländern der Verbannten als auch auf der Insel von Scepter zuhauf. Und all diese Orte sind bevölkert von Untoten. Dazu darf man nicht vergessen, dass auch noch der Vulkan in den Verbannten Landen und die Krypten Scepters existieren, welche noch heute von den Echsenmenschen und ihrer Anbetung zu Seth belebt sind, wenn auch nur als kümmerlicher Schatten ihres früheren Selbst. Und nun zum Abschluss der Spekulationen noch der siebte Punkt. In Punkt 3 sprach ich über Grave Matters und sagte, dass wir die namenhaften Zauberer entweder erschlugen oder gefangen genommen hatten. Dies ist storytechnisch gesehen nicht korrekt. Denn mit Update 2.8 wurden zwei der Zauberer, welche die Beschwörungen von Grave Matters anführten, wieder in das Spiel eingebunden, wenn auch mit veränderter Profession. Beide sind nun Priester, der eine von der Keto, der andere von Ymir. Ein Schelm, wer da jetzt Böses denkt und verdeckte Aktivitäten wie der Wolfs im Schafspelz vermutet, richtig?
Übrigens wurde dieselbe Taktik zur Zeit von König Kull von Echsenmenschen angewendet. Sie töteten die wichtigsten Berater und Priester König Kulls, nahmen ihr Aussehen an und infiltrierten so die engsten Zirkel ihres ärgsten Feindes, um ihn von seinem Volk zu entfremden, in Misskredit zu bringen und schließlich, um ihn zu beseitigen. Ihr meint, das passt nicht in die Welt von Conan Exiles. Nun, ich bin anderer Ansicht. Hört euch einmal die Geschichte des dämonisch besessenen Stabes an, welcher benötigt wird, um den Fledermausdämon auf dem Turm der Fledermäuse in der Welt der Verbannten zu beschwören. Dieser wird euch eine ähnliche Geschichte der Echsenmenschen aus dem Vulkan und der Priesterkönige der namenlosen Stadt erzählen. Wir befinden uns also mitten in solch einer Geschichte und das seit 2017. Und das, meine lieben Freunde, waren meine persönlichen Gedanken über mögliche Inhalte zum kommenden Update 3.0. Ob und wie weit diese zutreffen, nun, das wird sich ab dem 21. Juni zeigen. Das gesamte Video ist also spekulativer Natur und nichts von dem Gesagten muss zutreffen. Kann aber. Also, warten wir ab, was Funcom sich für uns Spieler ausgedacht hat. Und ich verabschiede mich von der heutigen Folge. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Hier auf meinem Kanal. Bye bye.